Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Verschlüsseln mit GNUPG unter Linux. So, wir sind jetzt hier auf dem Betriebssystem unseres Freundes, der uns eine Nachricht schreiben möchte. Der hat natürlich unseren Public Key erhalten und möchte den jetzt importieren und damit eine Nachricht verschlüsseln. Was macht er also dazu? Naja, erstmal braucht er den Public Key. Den habe ich hier übelst aufwendig, weil ich mal wieder ein bisschen rumgespielt habe mit dem System. Ist ein anderes System, nicht dass das ihr kennt. Aber ich habe hier das Ganze über einen Pastebin tatsächlich reinkopiert. Umständlicher geht's nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall war ich zu faul, das Ganze richtig aufzusetzen. Deswegen haben wir hier auch so ein wunderschönes kleines Fenster. Egal. Gut. Auf jeden Fall steht das Ganze in unserer pk.pk drin. Ich kann es euch gerade mal kurz zeigen. pk.pk ist hier einfach der komplette Public Key von uns, den wir letztes Mal exportiert hatten und das vorletzte Mal erzeugt haben. Jetzt wollen wir den natürlich importieren. Das bekommen wir hier über Keys, Import Keys. Wir sind jetzt hier auf einer englischen Variante. Und wir gehen hier in pk.pk rein, klicken auf Open, ein Public Keys Red. Das sollte eigentlich der Singular stehen. Egal, ein Public Keys Imported. So. Close und fertig. Und jetzt haben wir hier the Morpheus, my name is at nobody.de. Das ist der Public Key von unserem anderen System. Ihr seht es hier vorne, das ist nur der Public Key. Der Secret Key ist nicht dabei. Wenn ich auf meinen Rechner gehe, dann sehe ich hier den Secret Key auch dabei, aber nicht, also halt den goldenen Schlüssel und den silbernen Schlüssel. Hier nur den silbernen. Gut, das hier ist jetzt bei unserem Freund, der uns eine Nachricht schreiben möchte. So, wie macht er das jetzt? Naja, eigentlich ist das Ganze ziemlich simpel. Wir gehen jetzt her und klicken hier oben auf Windows. Dann haben wir hier ein entweder File Manager oder Clipboard einfach. Wir wollen jetzt aber nur einfach eine Nachricht schreiben. Hier tippen wir jetzt unsere Nachricht rein, schreiben: Hallo, diese Nachricht soll verschlüsselt werden oder so. Und jetzt ganz einfach. Ihr könnt hier mal drüber fahren, da seht ihr dann, was das alles machen soll. Open the File Manager, Open the Card Manager, the Keyring Editor, Application, naja, wollen wir alles nicht. Hier, Decrypt the Buffer Text, nein, das wollen wir in dem Fall nicht. Und hier sehen wir jetzt Encrypt the Buffer Text. Hier steht dann Check Signature oder Sign Buffer Text, aber das wollen wir jetzt gerade auch nicht machen. Wir wollen jetzt Encrypt the Buffer Text. Gut, also rauf damit. Hier steht dann, oder hier könnt ihr auswählen, für wen ihr das Ganze machen wollt. Ihr könnt das Ganze auch noch unterschreiben, aber dazu haben wir noch keinen Key generiert. Also wir können jetzt leider gerade nicht unterschreiben, weil wir noch keinen eigenen Schlüssel haben. Das sehen wir in unserem Fenster im Hintergrund. Hier, wir haben nur den Schlüssel von unserem Gegenüber. Das heißt, wir können nur für ihn verschlüsseln und nicht unterschreiben. Aber dazu irgendwann anders vielleicht mehr, falls Interesse besteht. Genau, wir wollen jetzt verschlüsseln, klicken hier auf OK. You are going to encrypt a document using the following key. Das heißt, nur noch derjenige hier kann dieses Dokument danach lesen. Ja, wollen wir offensichtlich tun. Und jetzt haben wir hier eine PGP-Message kreiert. Unsere alte Nachricht ist weg. Jetzt haben wir nur noch diese PGP-Nachricht hier und nichts weiteres. Die können wir jetzt kopieren und an unser Gegenüber senden. Ich werde das Ganze wieder über einen Pastebin machen hier. Aber da braucht ihr nicht dabei zugucken. Das Wichtige ist nur, dass euer Freund euch diese wunderbare Nachricht schickt und ihr könnt die dann entschlüsseln, aber jeder andere, der diese Nachricht sieht, denkt, what the fuck, ich kann das Ding nicht lesen. Und so soll es natürlich auch sein. Wir gehen jetzt wieder bei unserem System, also nicht bei unserem Freund, sondern bei unserem eigenen System. Wir wollen jetzt wieder entschlüsseln, deswegen mache ich das Ding jetzt mal auf. Gehen wir hier in unseren Key Manager wieder rein und klicken hier oben wieder, jetzt haben wir wieder die deutsche Version, können wir auf Fenster gehen, Zwischenablage und hier einfach diese Nachricht, die wir gerade bekommen haben, dieses Beginn-PGP bis End-PGP-Message, können wir einfach reinkopieren. So, und jetzt steht hier Text entschlüsseln. Das ist natürlich genau das, was wir wollen. Dann fragt es uns nach dieser Passphrase, die war, soweit ich mich erinnern kann, einfach ABC. Wir klicken auf OK und hier steht, hallo, diese Nachricht soll verschlüsselt werden. Naja, und offensichtlich ist diese Nachricht bei uns angekommen und keiner, der die Nachricht irgendwie abgefangen hat, kann irgendwas mit dieser Nachricht anfangen. Er kann sie auf jeden Fall nicht entschlüsseln. So, jetzt sind wir aber leider nicht ganz auf der sicheren Seite, denn wenn die Keys leicht ausgetauscht werden, ich habe in meiner Kryptografie-Reihe vorgestellt, wozu wir diese digitalen Signaturen brauchen, ja, wenn wir das Problem haben, dass wir hier tatsächlich irgendeinen aktiven Angreifer haben, der diese Nachricht abfängt, also der generell den Schlüsselaustausch abfängt, das heißt meinen öffentlichen Schlüssel, den ich meinem Gegenüber geschickt habe, wenn dieser öffentliche Schlüssel abgefangen wird und ausgetauscht wird,
dann wird es leider ziemlich schwierig werden. Und ich kann natürlich nicht sicher gehen, dass auch wirklich mein öffentlicher Schlüssel bei meinem Gegenüber angekommen ist und nicht ausgetauscht wird. Und dazu brauche ich dann Signaturen. So, was mache ich jetzt also mit den Signaturen? Naja, ich brauche wieder ein öffentliches und einen öffentlichen und privaten Schlüssel. Und jetzt kann ich mit meinem privaten Schlüssel eine Nachricht, die ich verschlüsselt habe, unterschreiben. Quasi wie meine normale Handschriftunterschrift. Und diese unterschriebene Nachricht, die kann ich an mein Gegenüber senden, ohne dass sie, also die kann dann nicht mehr irgendwie verändert werden. Okay, das heißt, ich brauche jetzt hier eine Unterschrift. Und diese Unterschrift, die mache ich auch über Fenster und dann einfach über Zwischenablage. Hier kann ich wieder meine Nachricht eingeben. Also jetzt verschlüssel ich für meinen Freund eine Nachricht. Das heißt, ich gehe hierher, schreibe wieder mal irgendeine Nachricht. Irgendeine Nachricht. Und jetzt verschlüssel ich sie natürlich erstmal. Das kann ich jetzt leider hier nicht machen, weil ich nicht den öffentlichen Schlüssel von meinem Kollegen habe, dem ich die Nachricht schicken möchte. Das macht aber auch gerade nichts. Haben wir gerade eben schon gesehen, wie das funktioniert. Was jetzt eher wichtig ist, ist, ich möchte hier Text signieren. So, ich muss das jetzt leider überspringen. Ihr wählt hier wieder den passenden privaten Schlüssel aus. Leider habe ich noch einen Schlüssel von mir drin, den kann ich natürlich euch nicht zeigen. Das heißt, ihr geht hier auf Text signieren und wählt den passenden Schlüssel aus. Dann werdet ihr wieder nach dem Passwort gefragt. Ihr gebt hier ABC ein, weil wir ja wieder offensichtlich diesen Schlüssel ausgewählt haben. Und hier wird dann eine Unterschrift generiert. So, und jetzt habt ihr hier oben hoffentlich eine verschlüsselte Nachricht stehen. Also da sollte jetzt irgendeine Nachricht stehen. Natürlich solltet ihr zuerst verschlüsseln und dann signieren. Also ihr verschlüsselt diese Nachricht, die wir jetzt hier gerade nicht verschlüsselt haben. Und generiert hier unten drunter diese Signatur mit einem anderen Schlüssel, bitte. Also nicht mit dem Schlüssel, mit dem ihr verschlüsselt, diese Signatur kreieren. Oder, ja, nicht den... Ich glaube, ich mache das nochmal ein bisschen deutlicher, damit man das auch perfekt verstehen kann. Und zwar haben wir erstmal hier... So sieht das Szenario aus. Ihr habt zwei öffentliche und zwei private Schlüssel. Euer Freund hat auch zwei öffentliche und zwei private Schlüssel. Was ihr jetzt macht, ist folgendes. Ihr sendet diese öffentlichen Schlüssel alle an eure Kollegen oder was auch immer. Aber die können ja ausgetauscht werden. Das Problem, was wir hier haben, ist, wir brauchen eine dritte Partei, der wir vertrauen können. Das heißt, ihr müsst vorher entweder auf eine dritte Partei, also auf irgendwelche Sachen zurückgreifen, die nicht gefälscht werden können. Also zum Beispiel, ihr gebt ihm dann USB persönlich, wo euer öffentlicher Schlüssel drauf ist, oder ihr tragt euren öffentlichen Schlüssel bei Zertifikatsstellen ein oder sowas und übertragt diese Schlüssel, also natürlich braucht man das nur in dem extremsten Fall, aber von dem gehen wir jetzt einfach mal aus. Ihr übertragt diese Schlüssel PK1 und PK2 an euren Freund. Das heißt, der hat die danach auch beide. Ich kopiere die gerade mal und, wollte sie eigentlich rübersetzen. So, und er macht jetzt natürlich genau dasselbe. Der schickt euch dann auch diese beiden Schlüssel. Und ihr habt somit seine öffentlichen Schlüssel zur Verfügung. Okay, so, und was wir jetzt machen ist folgendes. Wir wollen eine Nachricht senden. Das ist unsere Nachricht M für Message. Okay, was wir machen ist, wir verschlüsseln diese Nachricht mit dem ersten Secret Key, mit seinem Public Key verschlüsseln wir die Nachricht. Okay, da kommt dann ein Chiffrat bei raus. So nennt sich das Ganze, wenn es verschlüsselt ist. Einfach ein C für Chiffrat. So, jetzt unterschreiben wir dieses Chiffrat C mit unserem Secret Key 2. Okay, das heißt, wir haben am Ende ein Chiffrat und eine Signatur. Ich nenne es jetzt einfach mal Sign. Und dieses Chiffrat und diese Signatur schicken wir an unser Gegenüber. Also wenn euch verschlüsseln reicht, dann reicht es natürlich, wenn ihr einfach nur verschlüsselt. Okay, das Ding schicken wir jetzt rüber. Was er jetzt macht, ist als erstes, er überprüft, ob diese Signatur auch wirklich von uns kommt. Das kann er machen, indem er unseren öffentlichen Schlüssel 2 benutzt. Also er überprüft das Ganze mit dem öffentlichen Schlüssel 2. Okay, die Signatur ist offensichtlich gültig, weil sie nicht irgendwie kaputt gemacht wurde. Das bedeutet, gut so. Okay, und danach überprüft jetzt oder entschlüsselt unser Gegenüber, unser Kommunikationspartner mit unserem öffentlichen, mit seinem privaten Schlüssel, mit dem oberen von den beiden,
überprüft er jetzt, was die Nachricht von unserer Nachricht, von unserem Chiffrat war. Das heißt, er entschlüsselt wieder und bekommt die Nachricht M zurück. So, andersrum geht es genau gleich. Er verschlüsselt mit unserem Public Key 1 und signiert mit seinem Secret Key hier unten. Das heißt, wir können mit seinem Public Key überprüfen, ob die Signatur richtig war und können mit unserem Secret Key 1 entschlüsseln zu der Nachricht zurück. Okay, wenn euch das jetzt zu schnell oder zu kompliziert war, dann verlasst euch drauf, dass die Verschlüsselung funktioniert. Im Normalfall sollte eigentlich niemand irgendwie in der Lage sein, eure Nachrichten auszutauschen. Wenn ihr, keine Ahnung, wenn ihr E-Mails oder sowas benutzt, dann reicht es eigentlich völlig aus, also für den privaten Zweck. Das braucht man wirklich nur in ziemlich professionellen Zwecken, dass man das dann auch noch unterschreibt. Ja, und falls ihr euch mehr dafür interessiert, wie gesagt, es gibt eine komplette Playlist dazu, die heißt Kryptografie, gibt es bei mir auf dem Kanal und werde ich wahrscheinlich auch hier drauf verlinken. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst jetzt, wie ihr sicher Nachrichten über Linux verschlüsseln und signieren könnt. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!